This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute geht es um Früchte oder Essen allgemein, was die Natürlichkeit anbelangt, auf was man achten sollte, bio, regional, saisonal, was so das Wichtigste ist, wenn man was zu sich nimmt, wenn man ja, was isst. So. Und die allererste Regel ist erstmal, egal was man zu sich nimmt, völlig egal, was du zu dir nimmst, ob das ungesund ist oder nicht, ist, dass du es genießt. Wenn du das Essen nicht genießt, dann ist es immer das falsche Essen. Das kann noch so gesund sein. Wenn du es nicht genießt, dann ist es das Falsche in dem Moment. Auch wenn du, was weiß ich, Gurke isst. Wenn du gerade keine Lust auf Gurke hast, dann ist es das Falsche in dem Moment. Dann ist es nicht das Richtige. Auch wenn das eine Bio-Gurke ist, egal. Egal was es ist, wenn du keinen Hunger hast, ist es immer das Falsche. Und wenn du isst, wenn du keinen Hunger hast, dann ist es auch das Falsche. Also, das ist die erste Regel so, bevor man mal drüber nachdenkt, was man isst. Und dann eben auch, wenn man sich was Gesundes rauspickt, oder was Ungesundes rauspickt mal, und man hat Hunger darauf, dann ist der Stress, den man dadurch produziert, weil man sich jetzt ein schlechtes Gewissen macht, meist viel schlimmer als das, was man zu sich nimmt. Also die Einstellung, wie man was isst, ist erstmal, finde ich, so das Entscheidendste. So. Oder ob man eben überhaupt was isst. Genau, so. Und dann aber zum zweiten Punkt. Wenn man dann was isst, was soll man zu sich nehmen? Ich wurde auch gefragt wegen, oder immer wieder kommt die Frage einfach, wie schaut es mit überzüchteten Früchten aus und so weiter. Bio, regional eben, wie schaut es damit alles aus? Also das Erste, worauf ich achte, ist mein eigenes Gefühl, meine Intuition, mein Blick und meine Sinne. So. Jetzt mal unabhängig davon, wo ich jetzt einkaufe, ob das jetzt bioregional, saisonal ist, spricht mich diese Frucht an. Dran riechen. Dran riechen und ins Auge stechen. So. Oder auch bei anderen Sachen. So. Die meisten essen unreifes Obst oder Gemüse. Normalerweise, wenn die Sinne, die werden auch mit der Zeit immer klarer. Also ich habe auch festgestellt, immer wieder Menschen, die sich konventionell ernähren, die gekocht essen, die salzig, fettig, verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen, dass die eigentlich immer unreife Früchte essen. Also ihr kennt es ja wahrscheinlich selbst so von Verwandtschaft oder egal wem. Ja, teilweise grünliche Bananen. Ich meine, gelb ist ja immer noch nicht reif, wisst ihr bestimmt alle mittlerweile so. Aber ja, das habe ich auch in Thailand festgestellt, also selbst in Thailand, da isst keiner reifes Obst. Auch die Thais essen kein reifes Obst, also die normalen Thais. Ich habe wirklich selten Thais getroffen, die ja, reifes Obst essen. Auch die Frauen an den Fruchtständen nicht oder so, die essen teilweise grüne Mangos und dann tun sie sich da noch irgendwie, ich weiß nicht, Zucker oder Salz drauf, keine Ahnung. Und auch so essen die Früchte unreif, so wenn ich ja, nach einer Frucht frage dann und die sagt, ja, ready, ready, today, eat, eat. dann lasse ich sie erstmal ein paar Tage liegen und dann kann man sie vielleicht essen. So. Also, ja, reife Früchte, normalerweise in der Natur sind Früchte nicht grün. Die haben irgendwas, wo ins Auge sticht, wenn sie reif sind. Die leuchten dann wirklich normalerweise, die Früchte. Die leuchten und sprechen einen an. Also man wird da immer sensibler. Also
mein Blick, ja, man sieht es normalerweise, wenn du irgendwo zum Beispiel einen Kirschbaum siehst, die leuchten dann richtig rot. Die stechen ins Auge und schauen raus. Und dann sind die reif. Und dann, wenn sie reif sind, löst sich die Frucht normalerweise ganz leicht vom Baum. Das ist kurz bevor sie runterfällt, praktisch von alleine. Wenn du nur so mit der Hand hingehst und die fällt dir in die Hand, dann ist eine Frucht perfekt reif normalerweise. Ja. Und warum sind Früchte grün vorher? Weil sie verstecken sich ja. Die gehen dann ja unter in dem Grün. Alles in der Natur ist grün. Und wenn eine Frucht grün ist, dann ist sie normalerweise nicht reif. Und auch bei Melonen habe ich jetzt mal festgestellt, weil ich habe überlegt, gibt es überhaupt irgendwelche grünen Früchte, die da reif sein sollen? Im konventionellen, da ist ja auch viel gezüchtet. Und Melonen ist mir aufgefallen, da ist zum Beispiel dann ein fetter gelber Fleck auch und der sticht auch ins Auge. Und also normalerweise sollte das Obstgemüse eine Farbe bekommen und dann leuchten. Genau. Und dann, wenn man dann riecht, das ist so das Zweite, dann sollte einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Dann ist es perfekt so für einen. Und ja, bei Früchten ist es dann eben noch so, dass man darauf achten sollte, dass die eben möglichst ungezüchtet sind. Früchte sind meistens auf Festigkeit überzüchtet, auf einen gemeinsamen Erntezeitpunkt. Also ich war zum Beispiel mal bei so einem Apfelbauern und der hat auch erzählt, so, dass die Apfelsorten, die werden so gezüchtet, dass du die in einem Mal ernten kannst. Normalerweise früher ursprünglichere Sorten. Da wird über Wochen werden die Früchte reif. Also bei Bärenfrüchten merkt man das ja auch noch so. Die Erdbeeren, das ist über Wochen, Monate, da sind die reif und tragen Früchte, die Pflanzen. Und bei den Äpfelbäumen, die sind halt so gezüchtet, du könntest die konventionell, das würde sich nie lohnen, die anzubauen, wenn die nicht auf einmal alle runterfallen würden oder in zwei Zügen maximal erntbar wären. Sonst musst du immer wieder Erntehelfer holen und so weiter. Geschweige denn maschinell ernten, ist dann auch nicht mehr lohnenswert. Und genau deswegen, dann sind sie noch auf Festigkeit oft überzüchtet oder dicke Schale, damit sie besser transportierbar sind. Und dann werden sie eben immer zu früh geerntet. Einmal, weil der Geschmack schon so verkommen ist anscheinend bei den Menschen. Und also ich kenne keinen, der sich, wie gesagt, konventionell ernährt und dann reife Früchte isst irgendwie und das ansprechend findet. Ja, und sie sind eben besser transportierbar, wenn sie fester sind, wenn sie eine dickere Schale haben. Und dann sind sie eben noch auf dickes Fruchtfleisch, wenig Kerne überzüchtet. Also wenn was gar keine Kerne mehr hat, dann definitiv, also sollte man meiden. Das heißt, die Pflanze ist ja nicht mehr fähig, sich selbst fortzupflanzen. Die könnte nicht mal Nachkommen, neue Pflanzen erzeugen, weil da kein Samen mehr drin ist. Die werden nur durch künstliche Bestäubung irgendwie oder durch Stecklinge ziehen, noch weitergehalten, diese Linie, und halt im Handel verkauft. Und ja, der Handel, der möchte halt, ja, der überzüchtet dann einfach nur noch auf Zucker so. Und das ist dann so der nächste Punkt. Viele Früchte sind halt auf Zucker überzüchtet und die sind dann wirklich aus dem Gleichgewicht. Also mittlerweile merke ich das wirklich genau. Wenn eine Frucht aus dem Gleichgewicht ist, also gerade wenn man Monomahlzeiten davon macht, dann merkt man genau, wenn eine Frucht zu süß ist und dann fehlt auch dieses Aroma, dann fehlt da, ja, Geschmack einfach. Also ich kenne es zum Beispiel von Apfelsorten, gab es hier vor ein, zwei Jahren mal ausprobiert, Fuji, F-U-J-I. Ich weiß nicht, eben japanische, chinesische Sorte vielleicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die völlig auf Zucker überzüchtet oder auf einfach nur süß und da ist kaum Aroma dabei. Und wenn ich die mono esse, diese Äpfel, dann kommt da keine Sperre, dann kommt da nichts, wo man irgendwie sagt, stopp, da könnte ich irgendwie 20 Äpfel, ich könnte einfach den ganzen Tag da weiter essen. Da kommt kein Stopp so.
Und wenn ich dann aber andere Apfelsorten esse, ursprünglichere Sorten, irgendwie Boskop ist noch ursprünglichere, Roter Bärlepsch gab es hier manchmal. Und ja, Topaz finde ich noch ganz gut, einfach von, der ist noch viel würziger, aromatischer. Und wenn ich, davon kann ich nicht zu viel essen, da kommt auch ein natürlicher Stopp, da esse ich 3, 4 und dann kann ich da nicht mehr essen, da ist ein Stopp. Und das merkt man eigentlich immer so, dass bei nicht so gezüchteten Früchten dann viel schneller ein Stopp kommt. Ja, und in Thailand habe ich das zum Beispiel bei Mangos gemerkt, so diese Nam Dok Mai, diese gelben Mangos, die, wo es standardmäßig da eigentlich überall gibt, so. Also die konnte ich dort nicht essen. Also Mangos habe ich sowieso sehr wenig da gegessen, weil die mir zu süß sind meistens als Monomahlzeiten. Dann kriege ich auch Durst. Und gerade diese Nam Dok Mai, da kommt überhaupt keine Sperre. Und ich merke dann, wie es an den Zähnen wehtut. Und kommt halt kein Stopp. Ich könnte einfach essen, 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 kommt nichts so. Also die haben auch viele andere Mangosorten, das finde ich besser. Die haben auch irgendwie so grünliche, so. Und die sind innen drin orange, mit, vom Fruchtfleisch her. Nicht so gelblich, die Mangos. Und die sind irgendwie mehr so karottig vom Aroma her und auch nicht so krass süß. Und da kommt auch noch dann eine Bremse. Also in Thailand, für Wassermelone konnte ich da essen. Papaya ging so, also die normalen Papaya da kam auch nicht so ein richtiger Stopp. Wenn ich die normalen Papayas, also organic angebaut und von Thai selbst angebaut, die sind auch viel wässriger und ja, da kommt dann auch ein Stopp, das ist irgendwie was ganz anderes. Genau. Also das merkt man dann irgendwann immer besser so. Gerade wenn man Monomahlzeiten macht, dann merkt man genau, hey, da kommt kein Stopp so. Also irgendwann kommt normalerweise, wenn die Früchte nicht zu überzüchtet sind, dann kommt ein natürlicher Stopp, ein klarer. Und die Frucht schmeckt dann teilweise auch von einem auf den nächsten Moment anders so. Das hatte ich auch mal erlebt öfters. Und ja. Aber wenn kein Stopp kommt, dann kann es auch noch darin liegen, wenn man einfach noch zu viel Gifte im Körper hat und Früchte einfach noch zu stark reinigend sind, dann kommt auch kein Stopp, weil man müsste da so viel zu sich nehmen, dass es überhaupt die Entgiftung mal stoppt. Genau. Ja. Und dann zum Punkt auch mit Bio-Essen. Viele sagen nicht, halt, nur Bio kaufen und so. Ich halte Bio schon für sehr sinnvoll. Aber ich achte mehr darauf, dass es mir ins Auge leuchtet, dass es energetisch ist, dass es regional ist. Also ich kaufe hier lieber beim Bauern irgendwie ein, weiß nicht, manchmal ist es dann irgendwie so integrativer Anbau, die spritzen dann nur, wenn es nötig ist, was auch immer das heißt. Also auch Bio dürfte ja gespritzt werden und es ist halt so, man kriegt im Prinzip nichts mehr, wo komplett unbehandelt ist, weil ich meine, sowieso überall in den Feldern und kommt irgendwie rüber. Aber trotzdem, ja, vorzugsweise würde ich klar immer Bio einkaufen. Aber ich merke einfach, wenn ich zum Beispiel regional einkaufe, auch wenn es nicht, manchmal nicht 100% Bio dann ist, es schmeckt so viel besser als, gut, Bio-Gurken im Supermarkt, die immer in Plastik verpackt sind. Gott weiß warum, keine Ahnung. Die schmecken auf jeden Fall dann schlechter als sowas. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Bio-Gurken immer in Plastik verpacken, keine Ahnung. Die normalen sind ja meist auch nicht in Plastik. Keine Ahnung warum. Und wenn die dann irgendwie in so einer Massen angebaut wurden, auf Hektar von Feldern, und dann irgendwie eine Lieferkette von so und so vielen Tagen haben, da gehe ich lieber wirklich nach der Frische und kaufe mir vielleicht mal lieber was, wo gespritzt ist, aber gestern geerntet wurde und 20 Kilometer von dem Feld hierher gefahren wurde und nicht hunderte Kilometer und dann Bio ist, aber einfach die Energie geht ja ab dann, wenn die Frucht geerntet wurde oder das Gemüse, die geht ja, die Energie, die wird immer weniger und man schmeckt ja, wie es weniger frisch ist nach einer Zeit. Und das ist mir viel wichtiger. Und wenn ich, also ich schmecke den Unterschied von frischen Gurken, auch wenn die nicht Bio sein mögen, die schmecken 1000-mal besser als eine Bio-Gurke im Laden oder auch Tomaten.
Und ich würde da wirklich ja immer mehr auf die Frische achten, auf das, ja, was dir die Sinne sagen. Genau. Und dann auch lieber, ja, Permakultur, Eigenanbau ist natürlich Optimum so. Und klar, Bio ist top. Genau. Aber am wichtigsten ist das Frische, dieses Energetische, meiner Meinung nach. Und auch die Pflanzen haben, denke ich, die Energie, das zu wandeln. Auch wenn da was gespritzt wird, die wandeln diese Stoffe ja um. Und da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel gespritzt wird. Und ja, bei Bio ist es auch immer so eine Sache mit dem Spritzen. Mir ist da viel wichtiger, keine Massenware zu haben. Und dann, ja, also Bauern, da finde ich, schmecke ich, wie gesagt, immer enorm den Unterschied, dass es einfach frischer ist. Genau. Aber ganz individuell halt. Genau. Ja, aber so viel war es eigentlich dazu mal. Also wenn ihr noch genauere Fragen darüber habt, über Lebensmittel allgemein, wie erkennt man Frische, ja, dann stellt sie unter dem Video, fragt einfach. Genau, das war's. Ansonsten in dem Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Ach, eine kleine Sache wollte ich noch ergänzen. Und zwar hatte ich mir noch aufgeschrieben, ich hatte ja am Anfang davon gesprochen, von wegen Gleichgewicht, dass es darauf ankommt. Und das merke ich eben auch, wenn die Früchte aus dem Gleichgewicht sind, wenn sie ja, auf Zucker oder einfach aus dem Gleichgewicht, sage ich mal, wenn das Aroma fehlt und meist nur Süße da ist, dann merkt man das. Und das ist eben auch das, was Walter Schaube beschreibt. So. Das Buch habe ich ja auch öfters erwähnt, Kerngesund ohne Umwege. Also er isst Paradieskost eben und isst nur ungezüchtete Bärenfrüchte. Und er sagt auch, es bringt ihn immer aus dem Gleichgewicht, wenn er gezüchtete Früchte isst. Und dann muss er zum Ausgleich wieder Gemüse essen. Und so ist es nur so ein Kompensieren. So beschreibt er das. Genau. Und da kommt es eben nur aufs Gleichgewicht drauf an. Und gezüchtete Früchte bringen eben aus dem Gleichgewicht. Und ich halte dann da auch immer für wichtig, ich denke schon, dass man auch eben Früchte, auch überzüchtete Früchte schon essen kann, gerade so in der Übergangsphase. Man sollte klar schauen, da immer natürlicher zu werden. Aber ich denke, viel wichtiger sind die Essenspausen. Also auch das, was viele sagen, du bekommst dann schlechte Zähne oder ja, eben die Zähne gehen kaputt. Das kommt auch dann daher, wenn man zu viel isst einfach. Und in der Anfangsphase isst man halt so viel Früchte, weil die einmal eben so überzüchtet sind und weil man mit Früchten die Entgiftung nicht viel stoppt und dann muss man Unmengen essen. Und wenn du von früh bis abends deine Mundflora und alles nicht zur Ruhe kommen lässt, dann gehen die Zähne auch kaputt so. Also ich habe das auch in Phasen gemerkt, wo ich von früh bis abends Säfte getrunken habe, dass die Zähne dann angegriffen wurden und die Zahnhälse zurückgegangen sind. Und ja, also das Zahnfleisch ist zurückgegangen. Und als ich das wieder gelassen habe, immer wieder, ja, dann wieder morgens nur noch Wasser getrunken habe und gegessen sowieso nichts, also früh esse ich nichts. Genau. Dann ging das auch wieder zurück, das Zahnfleisch, und ist wieder ganz normal geworden wie vorher. Also das ist auch alles reversibel, so. Das ist auch immer sowas, wo viele denken, gleich irgendwie Angst haben. Selbst Karies ist reversibel, so. Schaut euch mal, gibt es gutes Buch zu Fasten heilt Karies. Hatte ich auch schon öfter Videos drüber gemacht. Also schaut auch einfach auf meinem Kanal, gibt es noch ein Video dazu. Fasten heilt Karies, beziehungsweise einfach Karieszähne in die Suchmaschine auf meinem Kanal eingeben. Ja, gibt es so eine Lupe, kann man das eingeben. Genau. Ja. Also die Essenspausen sind da ganz wichtig. Also ich denke schon, dass man da mal gezüchtete Früchte zu sich nehmen kann, mal was Kernloses. Ja, Weintrauben oder Wassermelone sind ja auch oft kernlos im normalen Laden. Aber dann sind die Essenspausen einfach wichtig. Also Frühstücksfasten ist eh sowas, wo ich immer jedem ans Herz lege, so als erstes. So heißt nicht umsonst Break Fast, das Fasten brechen mit der ersten Mahlzeit. Und Frühstück heißt auch eigentlich nur ein Stück morgens, so, das war dann schon so ein Rückschritt in der Bewusstsein. Aber darum geht es eben,
die Pausen dazwischen einzuhalten. Genau, das nur noch als kleiner Einschub am Ende. Dann macht's gut, Leute. Ciao.